Moin, hier ist der neue Flo, der Original. Also, ja, ich habe wieder ein paar Themen zu bereden, was mich ankotzt. Ja. Also, einmal zwei Sachen waren am Morgen. Drei Sachen. Nein, vier mittlerweile schon. Und einfach gestern Abend. So. Also. Und zwar geht's los, mit Bus. So. Also, wie immer steige ich morgens im Bus rein. Ja, ist auch nichts dabei. So. Am Morgen bin ich aber im Bus eingestiegen, andere Leute auch. Und dann sitze ich nicht mal, laufe nach hinten, wie üblich, und dann werde ich einfach los. Toll. Mich hat zum Glück nicht auf die Fresse gehauen, aber hätte passieren können. Und sowas finde ich echt zum Kotzen. Wenn Busfahrer losfahren, ohne dass die Leute schon hingesessen sind. Ich meine, wenn eine alte Frau zusammen wäre, die hätte vorher hingehauen. Also. Ich finde sowas echt scheiße. So, das war das eine. Das andere war Bahn. Da bin ich heute auch gefahren. Ja, also Leute, es ist echt zum Kotzen, wenn man aussteigen will, dann wird man von der ganzen Menschenmenge schon wieder fast reingedrängt, weil die einfach nicht warten können, bis die Leute aufgestiegen sind. Das ist echt zum Kotzen, ganz ehrlich. Das nervt mich so. Nächstes Mal drücke ich einfach die Leute weg. Das nervt richtig. So. Dann das dritte, was mich ankotzt. Richtiges Wetter. Am Morgen war es arschkalt. Dann habe ich eine Jacke entzogen, klar. Am Mittag war es arschwarm und dann dachte ich, warum habe ich eine Jacke mitgenommen? Aber andererseits hätte ich keine mitgenommen, wäre mir morgen arschkalt. Also das Wetter ist auch scheiße irgendwie. Entweder soll es nur kalt sein oder nur warm. Aber doch nicht morgens arschkalt und mittags dabei. Was ist denn für ein Wetter? So, dann das nächste Thema. Ja, war auch heute. Also ich stand am Bahnhof, aber. Ich habe auf Bahn gewartet, weil ich mal wieder Verspätung hatte. Ja. Und dann neben mir steht eine Person, die zippt auf dem Handy rum. Blöderweise hat sie diesen blöden Ton an. Und erkennt das ja, wenn man am Handy rumtippt und diesen Ton anhabt, das tut so komisch schlimm. Da man weiß, man drückt oben eine Tastatur. Aber es nervt sowas von. Kennt ihr das, wenn man Ton anmacht und dann, das tut so komisch. Oh, das geht richtig auf den Sack, ey. Also ich habe bei mir schon lange ausgeschaltet, dass es weder vibriert noch Ton gibt. Aber es nervt richtig, wenn man daneben steht und dann dieses ständige Geklimper. Alter, das nervt. So. Dann noch was, was mich ankotzt. Und zwar, gestern Abend war ich duschen. Ihr kennt vielleicht, wenn das Fenster, offen hat und dann duscht, warm duscht oder fast heiß schon. Geht euch auch so, ihr kennt doch diese Vorhänge, Duschvorhänge. Nicht diese Schiebetür, sondern die richtigen normalen Vorhänge, Duschvorhänge. Und zwar, mir passiert ständig, das ist jetzt richtig auf den Sack. Ich will duschen und dann kommen diese Vorhänge voll an meinen Körper. Kennt ihr das? Wenn es so reingezogen wird, wahrscheinlich wegen Durchzug oder sonst was, weiß nicht. Also Durchzug war ja nicht wirklich, war Rollern unten, aber egal. Ja, finde ich ein bisschen komisch und auch richtig nervig, wenn da ganze Vorhänge nonstop an einem Körper kleben und man gar nicht richtig duschen kann, weil die immer wieder herkommen. Und kaum drücke ich sie mal weg, kommen sie schon wieder angeflogen. Das geht richtig auf den Sack. Ja, aber ich weiß auch nicht, was ich da machen soll. So. Dann, was mich auch angekotzt hat heute. Also, ich steige in Reutlingen auf dem Zug aus und da kommen die ganzen Vasen noch. Naja, Richtung Stuttgart. Oh, das ist so nervig, wenn die alle in Zugsturm, alle Vasen mäßig angezogen. Boah, das nervt auch. Gut. Noch was, was mich nicht angekotzt hat. Einfach nur so Info. Ich habe da neulich in Edeka gefilmt, wo es zu war. Da reißen sie langsam schon ab. Also da, wo die Wagen, Einkaufswagen mal was standen, auch das Vordach und die Einkaufswagen selber. Haben sie jetzt alles weggemacht. Und der Edeka-Schild oben drüber haben sie auch schon entfernt. Da stehen schon zwei Container, also anscheinend wird es bald abgerissen. Und anscheinend, ich will jetzt nicht groß laut was sagen, aber laut der Zeitung steht dran, dass angeblich ein Lidl hin soll. Was ehrlich gesagt auch ein bisschen relativ, ja, schwachsinnig finde, weil. Da ist ja schon Aldi und Aldi und Lidl gegenüber
Tolle Konkurrenz, ehrlich. Aber na gut, so ist es manchmal. Gut, das war's eigentlich auch. Ich habe mir alle mal aufgeschrieben auf dem Zettel, dass ich nicht vergesse, was ich sagen wollte. Sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht 5 Minuten, sondern 2 Minuten gehabt. Ja, das war's dann eigentlich auch schon wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Der neue Flo, das Original.